In der ersten Septemberwoche werden wir in Deutschland regional extreme Hitze, extreme Schwüle und auch schon wieder extreme Unwetter erleben. Die Gewitter werden nicht jeden erwischen, aber in den Gewitterzentren besteht eben massive Unwettergefahr durch Hagel, Sturm und Starkregen. Relativ angenehm ist das Wetter jetzt an diesem Wochenende, allen voran im Nordosten Deutschlands, speziell hier an der Ostsee, kann man wunderbares Wetter genießen. Hier ist auch keine Hitze zu erwarten, ganz anders im Südwesten. Hitze und Schwüle sind hier Programm. Hier ein schattiges Plätzchen, gewiss ein gutes Plätzchen, vor allem nachmittags, wenn es besonders heiß ist, unter Hochdruckeinfluss. Die nächsten Tage wird sich im Osten allen voran eine südliche Strömung einstellen. Zur Wochenmitte wird es hier bis zu 35 Grad heiß. Im Westen Tiefdruckeinfluss, extreme Schwüle und starke Gewitter, die hier teilweise niedergehen. Und in der zweiten Wochenhälfte wird sich über Mitteleuropa wahrscheinlich eine Hochdruckbrücke etablieren und dann für stabilere Verhältnisse sorgen. Sehr stabil ist das Wetter in weiten Teilen Deutschlands. Jetzt am Sonntag 10 bis 13 Sonnenstunden wird es unter Hochdruckeinfluss geben. Nur im Bergland, allen voran hier im Süden, geht da nicht ganz so viel. Hier werden sich im Laufe des Tages Quellwolken auftürmen in Schwülerluft, im Hochschwarzwald, in den Alpen örtlich heftige Gewitter, ansonsten verbreitet noch gewitterfrei. Die schwüle Luft wird dann Montag und allen voran am Dienstag auch hier im Norden Deutschlands ankommen. Der Osten davon ausgespart, aber in der schwülen Luft drohen dann teilweise heftige Schauer und Gewitter. Punktuell besteht dann eben wieder Unwettergefahr, aber die Gewitter werden gewiss nicht jeden treffen. Aber wo sie stattfinden, sehen sie eben gewaltig. Hingegen keine Gewitter im Osten. Hier wird es mit viel Sonnenschein von Tag zu Tag wärmer bzw. heißer. Im Westen bringen die Gewitter hingegen Abkühlung bzw. die Schauer, die dort unterwegs sind. Hitzehöhepunkt wahrscheinlich am Mittwoch im Osten. 35 Grad. Hier liegen wir im Bereich der Rekorde für September und für den Herbst dann insgesamt. Aber die Folgetage wird es dann hier auch einen leichten Temperaturrückgang geben. Unter Hochdruckeinfluss die Folgezeit dann wahrscheinlich trockener und relativ sommerlich.